So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und es ist wieder soweit, ich habe es ja schon angekündigt, bei dem Review zu Hard Powder, dass ich am nächsten Tag natürlich nochmal ins Kino wollte zu dem Film Escape Room und den wollen wir uns heute mal kurz angucken bzw. kurz darüber reden, wie immer, wer den noch nicht gesehen hat, vielleicht ein bisschen nicht das Video angucken, ein bisschen Spoiler-Alarm, sonst was, wie auch immer. Für die, die schon gesehen haben, kann man ja gerne mal die Meinung dalassen. Wie fandet ihr den Film so? Habt ihr ihn gesehen? Schreibt es mal drunter, was eure Meinung zu dem Film ist. Und ich muss sagen, bei dem Film hatte ich natürlich vorher Bedenken, weil im Gegensatz zu Hard Powder, da erwartet man ja einen Film mit Liam Neeson, mit einem super Actionstar, dass es Hand und Fuß hat und eine Handlung und dass es richtig was ist. Und bei Escape Room könnte es sein, da kommen irgendwelche, nehmen ein Konzept auf, wollen das umsetzen, dann sind da irgendwelche Leute, die keine Sau kennen, die werden da einfach da reingeschmissen, dann wird da irgendwas gemacht, ein Trailer aber dazu zusammengebastelt, zusammengeschnitten, der richtig Bock macht, der richtig genial aussieht, dass jeder sagt, boah, den Film muss ich gucken und dann, wenn ihr den Film guckt, sitzt ihr da und denkt, naja, der Trailer hat jetzt mehr versprochen und im Trailer hat man eigentlich schon alles gesehen oder der Film war eher langweilig und im Trailer war das alles so zusammengeschnitten, dass das richtig genial aussah. War bei Escape Room jetzt aber nicht so, muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht, denn ich bin da reingegangen am Anfang, man hat ein paar komische Charaktere und Leute gesehen und dachte sich, naja, das ist jetzt hier so 0815 B-Movie mäßig gemacht hier, diese ganzen Leute, die da vorgestellt wurden, so klein. Es ging aber relativ schnell dann in den, also der Übergang war schnell da, dass die sich alle versammelt haben, ihre Einladung bekommen haben, in dieser Lobby getroffen haben und ja, dann ging es im Prinzip auch schon los, dass der eine nicht mehr rauskam zum Rauchen und gemerkt hat, das Spiel hat schon begonnen. Denn in dem Film ging es ja darum, Escape Room, dass alle in den Raum eingesperrt waren und sollten entkommen. Und da wurden denen immer Fallen gestellt und es ging wirklich darum, die Leute zu dezimieren. Das war alles so eine kranke Gesellschaft, die dahinter steckt. Die wollten immer gezielt Leute auswählen, die sie einsperren und versuchen umzubringen. Oder wer Glück hat und entkommt, dass sie sehen, wie so eine Battle Royale, der Letzte, der überlebt, der hat dann gewonnen, würde ein Preisgeld kriegen, was natürlich alles nur wieder ist von den hohen, reichen Leuten, die nichts anderes zu tun haben und Unterhaltung wollen. Also sagen sie, wir bieten euch Geld, wenn ihr da Leute einsperrt und wir können uns das anschauen und können sehen, wie die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder wie die einfach ums Leben kommen und wie einfach das Leben der Leute nichts mehr wert ist und es alles nur noch ums Geld geht. So, also jetzt die Leute eingesperrt in dem Raum, es ging also wirklich gleich am Anfang zur Sache und das Interessante war auch, dass jeder Raum eigentlich eine Geschichte mit einem Teilnehmer hatte. Gerade im ersten Raum, da war es sehr heiß, da ging es um Feuer und die eine Kandidatin zum Beispiel, die hatte lauter Narben und Brandnarben, weil die bei einer Bombenexplosion irgendwie als einzige überlebt hat. Das hat die natürlich auch daran erinnert und die hat sich da gleich unwohl gefühlt. Im zweiten Raum zum Beispiel ging es darum, da waren die irgendwo in der draußen in der Natur, es war sehr kalt, es waren Minusgrade auf einer Eisscholle, die wären alle fast erfroren und der eine Kandidat hatte eben auch so eine Geschichte schon mal erlebt, dass er gestrandet ist mit einem Boot mit seinem Kollegen und dass sie da im Prinzip erfroren wären fast, wurden dann aber in letzter Zeit noch gefunden. Also das hat alles immer irgendwie mit zu tun gehabt, mit den einzelnen Geschichten der Leute. Da hat man auch gesehen, dass die alle wirklich sich mit den Kandidaten beschäftigt haben und haben exklusiv für die spezielle Räume zusammengebastelt, die die Geschichte auch der Leute irgendwie ein bisschen erzählt. Die Leute haben natürlich auch untereinander dann geredet, wer sie so sind, was sie so gemacht haben, spätestens als sie dann in diesem Krankenhausraum waren, in diesem OP-Raum, denn da waren auch die Krankenakten der ganzen Leute, wie sich rausgestellt hat, sind die also alle zusammen, alle in demselben Krankenhaus mal gewesen. Jeder hatte da sein Bett noch eingerichtet stehen und über jeden wusste man genau Bescheid. Jeder hat seine Geschichte erzählt, was er gemacht hat, was passiert ist. Einige waren da natürlich nicht ehrlich, haben irgendwas erzählt, obwohl die Wahrheit ganz anders aussah, sodass es auch zwischen den einzelnen Teilnehmern dann Konflikte gab in der Gruppe, es gar nicht mehr darum ging, zusammenzuhalten und zu überleben, sondern es auch darum dann schon ging, dass man einfach den anderen aussticht und nur noch an sich denkt, weil man selbst den Überlebenswillen hat. So haben sich manche zusammengetan dann, andere, die sind ihre Ego-Gänge weitergegangen und
Ich muss sagen, es hat mich wirklich unterhalten. Von Anfang an bis zum Ende war es sehr spannend. Es ist immer was los gewesen, immer was passiert. Es gab verschiedene Räume, die alle wirklich so unterschiedlich aufgebaut waren und knifflig und es wirklich spannend zu sehen war. Wie geht es weiter? Was passiert jetzt? Und schaffen sie es nicht? Was mich besonders auch gefreut hat, die eine Darstellerin, die kannte ich sogar, die war nämlich immer beim Punisher zu sehen, beziehungsweise beim Daredevil, die eine Journalistin, die, wie hieß sie denn, die Karen Page von Daredevil, beziehungsweise Punisher, war eben auch dabei. Das war diese Söldnerin, sag ich mal, die da gedient hat und die diese Bombenexplosion überlebt hat. Ob die überlebt hat, das seht ihr natürlich, wenn ihr den Film guckt, und fand ich auch richtig genial. Also die hat wirklich ihren eigenen Moment gehabt, der auch sehr herzergreifend war und herausgestochen hat. Und ja, es waren viele interessante Charaktere letztendlich doch dabei. Mit der Zeit hat man sich nämlich wirklich an die Charaktere gewöhnt. Man hat sich mit denen angefreundet sozusagen. Wollte dann auch gucken, ob die es schaffen oder nicht. Dann war es so, dass der Film eigentlich aus war. Man dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Dann gab es aber nochmal eine überraschende Wendung. Man hat gemerkt, okay, nee, es ist doch nicht vorbei. Man wurde da überrascht. Dann hat man gedacht, jetzt ist es aber vorbei, weil es eine ganz andere Wendung angenommen hat. Aber danach gab es nochmal eine Szene, die nochmal gezeigt hat, dass es gar nicht vorbei ist und es eigentlich ja doch weitergeht. Dann haben die sich zusammengerauft und dann wollten die was bewirken, eben denen das Handwerk zu legen. Aber ganz am Ende hat man gesehen, es gab wieder noch eine überraschende Wendung, was ich ja immer noch so genial fand. Denn hätte man es einfach sein lassen, hätte man einfach aufgegeben, hätte gesagt, okay, wir sind hier rausgekommen, wir haben es überlebt, wir haben gewonnen, dann wäre gut gewesen, dann wäre auch alles gut gewesen. Gepackt natürlich davon, den Leuten das Handwerk zu legen und das zu vereiteln, dass mit anderen das auch gemacht wird oder andere das erleben, haben sie sich also wieder ins Getümmel gestürzt, was in der Schlussszene natürlich dann auch gesehen wurde, nicht die beste Option war, denn dadurch haben sie sich erneut in Gefahr gebracht, gerade die Überlebenden, sodass es also nicht war, dass die Firma überlistet wurde und die Leute eigentlich gerettet waren, sondern ganz am Ende hat trotzdem eigentlich diese Firma gewonnen. Die haben einfach wieder ein weiteres Spiel daraus gemacht und keiner konnte entkommen. Jetzt könnte man natürlich denken, auf diese Andeutung hin, dass vielleicht ein zweiter Teil kommen mag, denke ich aber nicht, weil wer das Ende sieht, wird sich dann vielleicht auch denken, warum. Denn ich denke, das Ende ist einfach so umgesetzt, dass man sich sagt, okay, das soll jetzt wirklich aussagen, dass die immer noch am längeren Hebel sitzen, dass die nicht davon gekommen sind, dass die dachten, sie sind frei, aber eigentlich sind sie es gar nicht und jetzt stecken sie schon im nächsten Spiel und das war's. Aber das eben so offen lassen, um zu zeigen, dass ihr nicht entkommen könnt, dass ihr am Arsch seid und das war's. Ich glaube nicht, dass ein zweiter Teil kommen wird, wenn, wäre es natürlich trotzdem cool und krass, da würde ich mich überraschen lassen, wie die das umsetzen wollen, aber an sich trotzdem guter, interessanter Film mit reichlich Action, reichlich Spannung und kniffligen Rätseln natürlich. Habe ich auch gesagt, ja, hätten die vorhin das nicht gefunden, dann hätte das gar nichts genützt, dass die jetzt wirklich den Ausgang haben und dort sind, weil sie dann eh nicht weitergekommen wären. Und mit ein bisschen Umdenken, man musste wirklich auf jedes Detail achten, selbst mit ein Wasserglas war entscheidend, hätte die Entscheidung gebracht. Und da musste man wirklich so auf so viel achten, also das fand ich trotzdem richtig genial. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt, empfehle ich euch den, guckt euch den mal an. Also wie gesagt, ich war wirklich positiv überrascht, hätte ich nicht gedacht und war ich gerne im Kino dabei. Und mal sehen, was es das nächste Mal gibt. Es stehen ja noch so Dinge aus wie John Wick 3, Kapitel 3, kommt ja auch bald oder irgendwann. Oder Friedhof der Kuscheltiere, das Remake. Da freue ich mich auch besonders drauf. Und ja, das war's aber von meiner Seite aus jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.